Endlich ist es wieder an der Zeit für ein neues Unboxing-Video. Ich bin so aufgeregt, ich freue mich sehr. Oh, die Verpackung, die sieht aber schon so aus, als kennen wir die schon. Wer könnte das denn sein? Also, hier ist mein verspätetes Weihnachtsgeschenk für mich und die Samidos Business hier. Und zwar ist es Kendall von den Willy Wishes. Hier, Kendall. Seit die Willy Wishes rausgekommen sind, konnte ich mich immer nicht entscheiden zwischen Willa und Kendall und habe mich dann für Willa entschieden, weil ich dachte, es ist ein bisschen verrückt, zwei Puppen auf einmal zu kaufen. Aber nach einiger Zeit hat mich der Gedanke dann nicht losgelassen, Kendall doch auch hier zu haben fürs Business. Ist auch schöner, wenn man zwei Püppchen hat, für die Fotos natürlich. Ich habe ganz viele tolle Erklärungen und Ausreden dafür, warum ich ganz dringend noch eine Puppe brauchte von den Willy Wishes. Und ich freue mich, dass sie jetzt hier ist. Ich finde, die sieht so frech und süß aus im Gesicht. So ein kleiner, tu nicht gut ist ein falsches Wort. Ein kleiner Frechdachs vielleicht. Und dann kommen hier sind noch ein bisschen Informationen über die Haare und den Körper, wie man den Puppenkörper pflegt und so weiter. Ein kleiner Flyer. Und dann vielleicht noch ein paar mehr Info. Jetzt müssen wir sie aber erstmal aus der Box hier rausbekommen, um uns sie genau anzuschauen. Das ist alles ein bisschen fiddelig und tricksig. Aber da ist sie. Da ist sie raus aus der Box. Und die Schüchen, die sind immer so süß, diese kleinen Gummistiefel. Und da ist sie auch. Och, ich habe vergessen, diese Verpackung hier abzumachen. Also da ist sie jetzt, ohne ihr Halsband. Das ist so süß, das Haarband finde ich so süß. Das passt auch zu der Schleife auf ihrem T-Shirt. Und die Haare hinten, die sind schön dicht. Nicht so wie bei der Willa, da war ja ein bisschen so, konnte man den Kopf hindurch sehen durch die Haare. Da ist das T-Shirt. Ich finde, die Farben sehen so fröhlich aus. So gelb und blau und pink. Sieht so schick aus. Und die Gummistiefelchen sind natürlich total süß. Und da ist sie in all ihrer Pracht. Dann schauen wir uns nochmal den Körper an. Wie der denn gebaut ist. Und da sind die Gummistiefelchen nochmal von Namen. So süß, die Farben. Das Röckchen hat auch so einen kleinen Tüllrock unten drunter noch. Und hier ist der Körper, das ist auch so hartes Plastik, nicht wie bei den großen American Girl Dolls, die ja einen Stoffkörper haben. Das ist bestimmt praktischer für kleine Kinder, dann können die auch die Puppen mitnehmen in die Badewanne zum Spielen und zum Baden und eine kleine Unterhose. Und jetzt schauen wir uns mal die anderen Puppen an. Hallo, ich bin Kendall, ich ziehe jetzt bei euch ein, ich hoffe, das ist okay mit euch. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Die Kendall ist ein bisschen größer als die Willa, die sind ja von der gleichen Marke und auch von der gleichen Linie hier, aber die Willa ist ungefähr einen halben Inch größer, also weiß ich nicht, 2 Zentimeter größer oder so. Da will ich jetzt gerade hier winken, aber auch hier bei der Kendall ist es ein bisschen schwierig, die Arme und Beine zu bewegen, aber ich habe es dann doch geschafft, sie hinzusetzen und da sitzt sie jetzt mit den anderen Püppchen. Hast du auch eine Willy Wisher Puppe? Hinterlass mir doch einen Kommentar, wenn du auch eine hast oder wenn du eine haben möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.